Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist der 16.04.2018, 17.46 Uhr und wie ihr schon im Hintergrund seht, sehen wir gerade eine Bitcoin-Korrektur, eine lang gebrauchte, lang ersehnte Bitcoin-Korrektur, nachdem wir diesen Push gesehen haben von knapp 1500 Dollar in 2 Tagen. Korrigieren wir uns jetzt, ich zeige euch ein paar Targets für die Korrektur und ich zeige euch auch, wie ich diesen Bitcoin geschortet habe, genau von hier oben nach unten und von hier oben nach hier unten, wie das funktioniert, wie ich das gemacht habe, zeige ich euch. Wenn ihr in unsere Telegram-Gruppe kommen wollt, findet ihr den Link in den Kommentaren. Wenn ihr auch Short Train wollt, weil ich genau weiß, wenn ich ein Video mache, wo ich sage, wie ich shorte, dann kommen danach wieder 10 Kommentare, die fragen, wo das funktioniert. Ich habe einen Link in den Kommentaren. Das ist die Börse, wo ich shorte, die heißt BitMEX und da kann man mit bis zu 100 Hebel shorten. Habe auch ein eigenes Video dazu, wenn ihr euch mit dem Link registriert, was ein Reflink ist, bekommt ihr 10% Rabatt. Und ja, jetzt mal back to work, back to business. Wir schauen uns an, was denn hier so abgeht. Auf alle Fälle zählen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5 Wellen hoch. Ich denke, das sieht jeder und das war auch nicht wirklich schwierig. Was schwierig war, war dieses Puzzle zu lösen, was wir hier hatten. Das habe ich gestern versucht zu lösen und ich habe es auch halbwegs gut geschafft. Und ich zeige euch auch gleich, wie ich das Puzzle denn gelöst habe. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir jetzt nur den Bereich bis hierhin sehen, also wo das ABC ist. Und ich habe gestern gezählt, okay, 1, 2, 3 Wellen nach oben, die vierte Welle nach unten war auch recht klar, das war dieses ABC. Ihr müsst wissen, dass ich diese Wellen auch nochmal unterteilen in eine Dreierstruktur und dann habe ich gesagt, okay, habe ich auch in die Gruppe geschrieben, könnt ihr gerne nachschauen, falls jetzt wieder wer sagt, ich sage immer erst alles danach. Ich warte noch einen kleinen Push nach oben, eine kleine Subwave nach oben, bevor wir uns korrigieren. Ich wusste leider nicht, wie ich die Subwave targeten soll, da wir als einzigen Referenzwert diese Riesenwelle 3 hatten und ich diese Welle jetzt nicht irgendwie als Wert für ein Ziel dieser Welle herannehmen wollte, denn dann hätten wir uns locker auf 8,8K, 9K hochpushen können. Das war für mich sehr unwahrscheinlich, da die Power der Bullen zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich heraus war. Sprich, ich war ziemlich konservativ, bin im Bereich 8.8350 short gegangen, habe dann den Stop-Loss hier über diese Resistance gesetzt, knapp im Bereich 8,5K, also 8.480 in diesem Bereich rein und habe gewusst, okay, ich zähle 5 Mal nach oben, es muss jetzt mal eine Korrektur kommen. Boom, am nächsten Tag aufgewacht, der Short war schon geclosed, weil ich in diesem Bereich den Short geschlossen habe. Und warum, ist ganz interessant. Wir haben hier eine Supportlinie vom Ascending Triangle. Das wäre jetzt mal ein Punkt. Wenn ich jetzt die Retracements ziehe von dieser kompletten Struktur, dann hätten wir hier ein 0,5 Fib-Level. Was ich auch noch oft mache, was zwar gegen die Theorie verspricht, aber ich ziehe auch noch von der einzelnen Subwave die Retracements, obwohl man immer sagt, okay, wenn 5 Wellen nach oben gehen, darf man nur die ersten 5 Wellen zielen. Ja, Theorie und Praxis ist ein Unterschied. Es gibt genug Leute, die diese Retracements ziehen, also die ihre Buyouts in diesen Bereich reinhauen. Und wir hätten jetzt hier auch nochmal einen Punkt auf Confluence, sprich, wir haben 0,5 Retracement von der großen Welle, wir haben 0,786 Retracement von der kleinen Welle und wir haben zu guter Letzt auch noch eine Extension von der Welle 4, also von der Subwave 4, die nehme ich auch gerne als Referenz her. Sprich, wenn wir hier diese Subwave 4 ziehen und die hier hochballern, dann haben wir hier 161.8 Extensions. Also frag mich, wie soll ich nicht davon ausgehen, dass wir hier bouncen? Es war logisch, dass wir hier bouncen. Die Frage war nur, kommen wir so weit runter? Das war die einzige Frage. Deswegen war es eigentlich ziemlich aggressiv, dass ich hier meine Buyout setze, aber es hat Gott sei Dank gut geklappt und waren 30% über Nacht, was auch knapp 200 Dollar oder so sind. Wenn wir jetzt hier runterschauen, wenn wir diese Welle nach unten sehen, also wir zählen jetzt hier, müsst ihr euch jetzt vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie anfängerfreundlich ich das machen soll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das alles checkt, was ich hier sage. Wenn ihr das nicht checkt, dann schreibt mir rein, ob ich das Ganze mehr mit Erklärungen machen soll, mehr mit Tutorial und alles genau erkläre oder ob ich das in dem Speed durchziehen soll, wie ich es jetzt mache und einfach wenig erkläre. Wenn es, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das alles schon checkt oder nicht, weil wenn hier jetzt Leute dabei sind, die das alles checken, ist das mega langweilig, wenn ich hier nochmal alles erkläre. Wenn Leute dabei sind, die es nicht so mega checken, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich das erkläre. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Wenn wir 5 Wellen nach oben sehen, erwarten wir eine ABC-Korrektur nach unten. Wir erwarten eine A-Welle nach unten und die A-Welle unterteilt sich nochmal in 5 kleine Wellen. Also unsere Aufgabe ist es jetzt, die kleinen Wellen zu zählen, um neue Einstiegszeitpunkte zu erwarten. Sprich, eine Welle nach unten, die war easy zu zählen. Welle 2, eine Mini-Welle 2 hoch, vielleicht schon ein wenig schwerer zu antizipieren. Dann eine Welle 3 nach unten, die auch schon ordentlich ist, wenn wir die bis hierher ziehen, weil wir müssen ja den Docht auch mit einbeziehen. Also die große Welle 3 nach unten. Und was jetzt interessant wird, ist die Welle 4.
Weil F4 kommt auch auf den so Triangles, also ABCDE Triangles. Was ich gemacht habe, ich habe ABCDE gezählt und das war für mich Go-Time für den Short. Ich habe gar nicht nachgedacht, ich habe einfach geshortet, weil ich ABCDE gezählt habe. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht ein wenig gefährlich, weil ich genau zu diesem Zeitpunkt in die Uni gefahren bin. Mein Mobile Hotspot oder wie das heißt vom iPhone halt, wenn man das iPhone einsteckt, der ging nicht im Zug und ich musste dann am Hauptbahnhof schnell ins WLAN gehen, den Short closen. Ich habe den Short bei 8040 geclosed und habe da auch nochmal ja, gut Prozent rausgeholt. Highly advanced an dieser Stelle empfehle ich euch keine, also ich empfehle euch auf keinen Fall hier short zu gehen, wenn ihr hier nur ABCDE zählt. Das war ziemlich advanced und ihr müsst da ziemlich bewandt sein und ziemlich viel Erfahrung haben mit Elliott Wave. Ansonsten werdet ihr ja gerackt, um es in der Sprache der Gamer auszudrücken oder auch Trader. Ihr werdet gerackt, wenn ihr einfach nur short geht, weil ihr hier ABCDE zählt. Auf alle Fälle haben wir das jetzt hier mal gezählt. Ich kann euch auch gleich zeigen. Ah, das nervt mich so brutal, dieses Piepsen. Ich weiß nicht, wie ich das ausstelle. Wenn irgendeiner von euch weiß, wie ich ausstellen kann, dass man dieses Piepsen in den Videos hört, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Auf alle Fälle, ABCDE ging hoch. Wie targete ich das jetzt? Okay, wir können jetzt hier mehrere Points of Confluence ansteuern. Wir können jetzt erstmal die Extension ziehen von dieser Welle. Dann haben wir hier schon mal einen Bereich 78,6, je nachdem, wie wir das jetzt genau zieht. Wenn man es genau hier runter zieht, dann bounce das sogar ziemlich genau von 78,6 hoch. War jetzt mal ein erster Punkt der Confluence. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Bitte die Leute, die jetzt wieder rumweinen, dass ich hier nur englische Begriffe verwende, seht es mir nach. Ich weiß einfach teilweise nicht, wie ich diese Begriffe auf Deutsch richtig benennen soll. Und was wir hier auch noch sehen, ist ein 0,786 Retracement, sprich, ja, war auch ziemlich obvious, dass wir hier bouncen. Ihr seht, das ist wirklich ziemlich simpel teilweise, wenn man die Wellen richtig erkennt. Okay, was haben wir dann? Ich habe dann zu den Leuten gesagt, wir werden jetzt bei 7919 bouncen und dann einen Sprung nach oben sehen. Seht ihr das? Wo sind wir gebounced? 7910. Sprich, um 9 Dollar habe ich mich verkalkuliert und das falsch interpretiert, aber genau auf den Dollar. Ich habe gesagt, bitte hier nicht shorten und wir haben jetzt hier auch einen Bounce erlebt. Bin ich den Bounce long gegangen? Nein. Auf keinen Fall, war mir zu riskant. Aber ich habe gesagt, dass wir hier nicht weiter nach unten gehen werden. Warum? Wir zählen jetzt hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 nach unten. Und wenn das jetzt hier Welle 5 nach unten wäre, dann hätten wir jetzt hier komplett 5 Subwaves der Welle A nach unten und auch 5 kleine Wellen der Welle 5 nach unten. Sprich, es wäre Zeit für ein B. Das wäre jetzt mal der jetzige Stand. B-Welle sind immer gegen den Trend, also gegen den Downtrend. Sprich, B pusht dann nach oben. Wie habe ich erkannt, dass wir jetzt hier bouncen werden? Ist auch ganz einfach. Ich ziehe mir hier jetzt die Extension von der Welle 3 und versuche einfach so viel Points of Confluence zu finden, damit ich ja auch einfach weiß, wo wir denn bouncen könnten. Wenn ich das jetzt von hier ziehe und hier ungefähr auf den Start lege, der Welle 1 oder der Welle 2, die hier runterkommt, auf alle Fälle ist hier der Bereich, wo diese Riesenwelle 5 Subwave nach unten geht. Dann haben wir hier 1-to-1 Extensions, 1-zu-1 getroffen. Sprich, ich habe gesagt, okay, wir gehen maximal bis 7919 nach unten. Ich habe die vorhin, glaube ich, hier drin gehabt. Ja, seht ihr das? Wenn ich die hier habe, haben wir 7917, also in diesem Bereich habe ich sie gehabt. Und wir werden hier bouncen. Sind wir gebounced? Ja, auf alle Fälle. Das heißt, beschreibt gerade wer auf Telegram, geht doch schon wieder hoch mit einem so einem weinenden Smiley. Ja, logisch geht's hoch. Ich habe es auch gesagt, dass wir diese A-Welle nach unten sehen und von A werden wir bouncen. Wir müssen natürlich irgendwann bouncen, weil wir dieses ABC-Structure formen. Wenn ihr nicht wisst, wie ABC aussieht, A, B, C, Show Lines, Show Wave, das ist ABC. Sprich, wir haben innerhalb der Korrektur nochmal eine kleine Korrektur nach oben. Wir haben dann 5 Wellen nach unten bei dieser Structure. Also hier 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt auch andere Strukturen, die dann nicht 5, 3, 5 sind, sondern 3, 3, 5. Und ja, das sind dann Flats und so weiter. Also das, auf das gehen wir jetzt gar nicht ein. Habe mich jetzt hier verklickt. Nice. Löschen wir wieder raus. Also keine Panik bitte, der was das jetzt geschrieben hat. Wir gehen schon wieder hoch. Wenn du hier Schocker bist, bist du selber schuld, weil ich gesagt habe, dass wir hier bouncen werden. Frage ist jetzt, wie zählen wir das jetzt nach oben zur B-Welle? Im Prinzip hatten wir jetzt hier 1, 2, 3. Ist das jetzt die dritte Welle? Schwierig, wirklich schwierig zu zählen, weil wir müssen natürlich bedenken, wir haben jetzt eine riesen A-Welle nach unten, ne? Und die B-Welle, die wäre hier jetzt mega klein. Also wir haben eine A-Welle, wo wir, was ich, keine Ahnung, 10% runter sind oder so. Nicht ganz wahrscheinlich. Aber die B-Welle wäre jetzt irgendwie 1% hoch oder so. Müssen wir uns jetzt die Frage stellen, ist das B gewesen? Wenn wer Short gehen will, soll er Short gehen mit Stop-Loss in diesem Bereich hier rein. Am besten in diesem Bereich. Wenn ihr riskant seid, dann hättet ihr euer Risiko minimiert. Denn ich erwarte definitiv eine C-Welle nach unten.
Muss die kommen? Auf keinen Fall. Kann auch komplett alles falsch sein. Es kann jetzt ein Whale kommen. 1 Milliarde Bitcoin. Um 1 Milliarde Bitcoin kaufen, dann werden wir sicher keine C-Welle sehen. Aber laut Theorie erwarte ich eine C-Welle nach unten und ich warte nur darauf, diese C-Welle nach unten zu shorten, ganz ehrlich. Aber ich traue mich auch jetzt noch nicht rein, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, ob das B war. Wenn wir uns das hier jetzt mal ansehen, hätten wir hier die One-to-One-Extension auf den Dollar genau von dieser vierten Subwave. Dies ist das Referenzbereich gesehen. Ich kann euch nicht sagen, ob das jetzt Welle B war. Auf alle Fälle stoßen wir uns von der One-to-One-Extensions. Für mich jetzt kein Zeitpunkt noch zu shorten. Ich werde genau schauen, was passiert. Werde eventuell in diesem Bereich einen Short-Order öffnen. Seht ihr das? Er geht jetzt schon nach unten. Ist schon wieder abgeprallt. Oh, ich sollte vielleicht schon auf BitMEX gehen und dieses Video beenden, um vielleicht gleich zu shorten. Also in diesem Bereich hier wäre ganz interessant, falls wir hier brechen, wäre definitiv Zeit, die Shorts zu loan und diese C-Welle herunterzurallen. Was wir uns jetzt noch ansehen, ist, wo wir dann diese C-Welle hintargeten könnten. Ich sehe hier, ich habe die Box schon gemacht von vorhin und ziehen uns hier nochmal die Retracements. Müsst euch das Ganze vorstellen, das Ganze zählt jetzt als ganzen Wellenkomplex. Also das sind jetzt komplett 5 Wellen nach oben. Ich habe die ganzen Wellen jetzt hier nicht eingezeichnet, da ich wirklich immer nur die kleinen Wellen mitnehme und mich nicht an irgendwelche Riesenwellen halte. Die Riesenwellen sind halt ganz gut, damit man weiß, wo man ungefähr ist im Cycle. Na, ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Okay, wenn wir jetzt hier das hier reinziehen, dann sehen wir, okay, wir haben hier 0,382, 0,5. Wir haben hier diesen Docht, der nach unten geht. Könnten wir hier bouncen, wäre eine gute Zone. 7,5K bis 7,6K, wenn wir extrem bullish sind, 7,8K in diesem Bereich. Könnten wir bouncen, könnten wir eine Welle C erwarten. Wäre eine gute Korrektur, glaube ich, dass wir hier 0,618 tracen. Möglich, wirklich möglich, 0,786, möglich. Es kommt auf das Momentum drauf an, wie weit wir unten nach unten gehen. Es kommt darauf an, wie bullish es ist, wie bearish es ist. Momentan einfach darauf achten, wie weit Welle B hochgeht. Und dann entscheiden wir die nächsten Steps. Ich shorte dann, wenn wir hier gewisse Teile brechen. Ich sage euch nicht genau, wann ich shorte, weil ich nicht will, dass hier irgendwer das 1 zu 1 nachmacht. Und ja, ich würde sagen, das reicht erstmal für ein heutiges Update. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht morgen. Oder spätestens jetzt 17:58 Uhr, das wird ziemlich beeilen. Morgen, übermorgen vielleicht, je nachdem, was passiert. Wenn irgendwas Geiles passiert, werde ich ein Video machen oder einen Stream. Wenn nichts passiert, werde ich nichts machen. Okay, wir sehen uns.